Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht's? Willkommen zurück zu Minecraft Wii U. Beim letzten Mal wurde ich arg durch diese verdammten Rinde abgefuckt. Aber ich glaube, das ist vorbei. Ja, für immer und ewig. Ich bin wieder einigermaßen gut drauf. Ich habe dem Spiel jetzt echt mal ein paar Tage, ja, Freiraum gegeben. Weil das konnte doch echt nicht, das ging doch nicht klar, oder? Da war ich ja der Einzige, der so gedacht hat. Naja, wir wollen jetzt nicht darüber reden. Wir haben darüber geredet und wir haben gemerkt, wie krass das Spiel gegen mich war. Lässt da einigermaßen viele Creeper auftauchen. Fuckt mich total ab und so. Nee, ich glaube, wir haben selbst gemerkt, wie kacke das Spiel zu mir war und ist und immer gewesen ist. Besonders im letzten Part. Und ja, so ist es. Wir lassen das Spiel diesen Fehltritt jetzt erstmal gewähren. Und gucken, dass wir uns hier jetzt ein bisschen Leder einsacken. Weil das geht ja echt nicht klar, dass wir jetzt hier tausende Parts warten müssen, bis wir hier mal Leder bekommen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe dich auch getroffen. Hallo, komm her. Dankeschön. Boah, kann das sein, dass der enorm viel Leder gedroppt hat? Kann sein, ne? Es kann nicht nur sein, es war auch so. Ich hoffe natürlich nicht, dass diese verdammten Rinder wieder ausbrechen. Wie auch immer sie das geschafft haben. Aber ja, jetzt kommt das Ganze wieder hoch, ne? Merkt man, glaube ich, ein bisschen. Ja. Naja, so viel auf jeden Fall dazu. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir in diesem Part noch den doppelten Zaun soweit fertig. Das, was uns nochmal an Zäunen fehlt, machen wir fertig, ne? Ich meine, ich kann mir immer noch nicht erklären, warum diese ganzen Rinder ausgebrochen sind, anscheinend. Ich bin immer noch der Meinung, sie sind ausgebrochen, weil wie sonst sollen sie denn bitte schön? Ich habe keine Ahnung. Die können doch niemals ausbrechen, das geht doch nicht. Ich habe ja immer noch die Vermutung, vielleicht durch Monster irgendwie getötet worden oder so. Kann auch sein. Ne? Ist aber auch nur meine Theorie zu dem Ganzen, ne? Muss man da ganz, ganz klar so zu sagen. Ganz klar. So, kommen mir vielleicht noch ein paar Äpfel runter, damit ich hier vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen kann. Aus der Setzling und dem ganzen Scheiß. Sieht nicht so aus, ne? Hab ich mir gedenkt. Komm schon. Gab mir doch. Nö, anscheinend nicht. Ah, ich bin's ja gewohnt. Nicht wahr? Oh ja, ich bin's gewohnt. Hi. Oh ja. Ich wette mit euch, ne? Wenn ich jetzt abhaue, fallen die ganzen Äpfel runter. Ich denk mir so, yo, Alter. Alles klar. Dankeschön. Fick dich doch selbst. Egal, wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben Holz. Was willst du mehr? Nicht wahr? Ich höre Zombies. Hier scheint irgendwie eine Höhle zu sein. Ich habe auch gerade eben ein Skelett gehört. Wahrscheinlich gibt es hier echt eine Höhle. Ja. Die Kürbisse lassen wir auch mal in Ruhe, nicht wahr? Ich denke schon. Was passiert denn, wenn ich die Kürbisse abbaue? Kann es dann sein, dass auch Kürbiskerne spawnen? Vielleicht. Oder wie soll ich das verstehen? So, hier. Mach Liebe mit der da. Guten Tag, viel Spaß. Yay. Bald werden auch die ersten abgeschlachtet, das sage ich euch. Aber der Baum ist noch gar nicht gespawnt. Da wird auch mal langsam Zeit. Was soll denn das? So, und jetzt wird sich zeigen, wenn ich jetzt hochgehe, mich eine Runde schlafen lege, wieder runterkomme, was wird da mit den Rindern sein? Na, wir merken, es wird ja langsam dunkel jetzt. Ich hoffe, dass sie das verdammt nochmal nicht tun. Dass sie verdammt nochmal in dieser Scheißkacke bleiben. Oh mein Gott, aber mehr als genug Zuckerrohr, Mann. So muss es sein. So muss das sein, ja. Das ist wunderschön.
Dann machen wir uns jetzt nämlich auch in der Zeit schön die letzten Bücherregale fertig, weil wir brauchen auch noch ein bisschen, anscheinend ein bisschen Holz. Nicht nur für die Zäune, sondern auch ein bisschen für die Regale. Ne? Soll ich euch mal was Kleines erzählen? Ich als Wikipedia-Tendo-LP. Ich sag euch mal was. Das ist eine ganz knackige Sache, deswegen hört am besten gleich mal zu. Ihr werdet euren Augen nicht trauen, ja? Aha. Melonsamen. Melone, ja, ja. Kürbiskuchen. Aha. Okay. Alles klar. So, erstmal ein paar Bretter machen. Dann komme ich gleich drauf zu sprechen. Auf die Trivia, die ich euch nochmal erzählen wollte. Oh ja. So. Dann machen wir uns jetzt mal ein bisschen mehr Zaun. Ein bisschen mehr Zaun, als wir sowieso schon haben. Nicht wahr? Natürlich passt das jetzt nicht hier rein. Fick dich. Ins Knie, Mann. So, und ich bin mir sehr sicher, diese 54 Zäune werden schon ausreichend sein, ja. Ja, werden sie. So, jetzt, hier. Bücherregale. Dazu aber erstmal ein bisschen mehr Papier. Gut. Wie mein ganzes Inventar schon platzt, ne? Was habe ich denn hier alles drin? Zwei Bögen. Ja, die brauche ich ja sowieso noch. Werden wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Wenn es dann endlich mal nach Jahren zurück zum Vermaledeiten Bücherregal geht. Dann werde ich darauf zu sprechen kommen. Aber auch nur dann. Okay? Also hört zu. Und staunt. So, Rindfleisch kann auch schon mal weg. Wo ist die Lava hin? Willst du mich verarschen? So viel zum Thema. Ja, wenn man einen Lava-Eimer in den Ofen tut, das dauert lange, bis das weg ist. Ja. Genau, alles klar. Danke für die Information. Alles klar, habe ich jetzt zwar nicht so im Verdacht gehabt. Es war auch nicht so, aber trotzdem Dankeschön an alle Beteiligten, die mir dabei geholfen haben. Schön Bucket Lava zu verschwenden. Dankeschön. Es kann natürlich sein, dass ich mich auch hier geirrt habe und krass. Es kann aber auch sein, dass die Lava gehärtet ist und sowas. Das kann auch alles sein. Ne, weil die stand schon eine lange Zeit darum, ohne dass irgendwas gebrannt hat, aber keine Ahnung. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Wenn ihr dafür eine Erklärung habt, könnt ihr gerne raushauen. Wie gesagt, mir ist es jetzt vollkommen egal. Ich werde weiterhin mit Kohle brennen, mich juckt das nicht. So, dann machen wir noch schön 10 Bücher fertig. Und dann kann ich auch endlich wieder ein bisschen... Natürlich musste mir die Aufnahme mal wieder abkacken. Ist ja ganz klar, ne? Ja, ja. So, wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Viele Bücherregale und so, ne? Ja, genau. Viele. 2 Stück. 2 an der Zahl, sage ich euch da, ne? So. Die pflanzen wir jetzt mal hier an. Und jetzt kommen wir zu der ultra knackigen Trivia, die ich euch noch erzählen wollte. Ich als Wikipedia-Tendo-LP. Nicht wahr? Und zwar habt ihr gewusst... Oh. Ich muss kurz mal was anderes machen. Ich muss kurz mal... den Zaubertisch... um eine Einheit... nach hinten verschieben. Damit das auch wirkt... Das ist nämlich die nächste Trivia, die wollte ich euch zwar nicht nennen, weil das war jetzt gar nicht das, was ich sagen wollte, aber es ist trotzdem wichtig, dass man sowas mal sagt. Außerdem, meine lieben Freunde und Kenigens, hier muss immer Luft zwischen sein. Wenn hier schon eine Fackel steht zwischen dieser Lücke oder Schnee, das reicht schon aus, dass das Zauberregal keine Wirkung mehr hat. Ne? Weil ihr seht, ne, jetzt können wir sogar schon bis auf Level 24 das Ganze aufstecken. Ist krass, ne? Habe ich mir gedenkt. So ist es auch.
Ist extrem krass. So. Da ich aber bis dahin noch vielleicht ein bisschen mehr an Leveln sammeln muss, kommen die ganzen Bögen erstmal weg. Tschüss, ihr Arschlöcher. Ich habe euch geliebt. Im Arsch! Ja, und das wär's soweit, ne? Schön. So, was brauche ich denn noch so? Ach ja, genau. Ich brauche ein bisschen mehr Weizen. Ich hoffe natürlich, dass unten das Weizen schon bereit steht. Dass die Stewardessen unten stehen, klatschen und mir dann sagen, hier Kai, das ist deine heutige Ration an Weizen. Mögen sie den Rindern munden, die bald sterben werden und die bald schlachtungsbereit sind. Das hoffe ich, dass das zu mir gesagt wird. Ich gehe zwar nicht davon aus, aber vielleicht, man darf auch mal träumen, nicht wahr? Ich denke schon. Die alte Drecksau. So, Kampai, Level 8. Kampai. Und falls ihr fragt, Kai, wann geht's endlich wieder in die Höhle rein? Das wird mir gerade hier ein bisschen zu langweilig. Kinders, wartet doch erstmal ab. Jungs und Mädels. Die Erde wurde auch nicht an 7 Tagen gebaut. Ja, ja, ich weiß. Falsch. Sie wurde an 7 Tagen gebaut. An 6 Tagen, Entschuldigung. Am 7. Tag, ja, da war Pause. Das war der Sonntag. Wann nehme ich diesen Part hier auf? Richtig, an einem Sonntag. So viel zum Thema Pause, nicht wahr? Ich denke schon. Oh ja. Mm, oh ja. 7. Tag, immer Pause. Mm. Ja, und ihr seht, ne? Zack, direkt schon fertig. Perfekt, Alter. Jetzt hole ich mir aber auch mal die Samen von oben, die ich in die Kiste getan habe. Warum auch immer ich das gemacht habe, ne? Aber ich hab's getan. Schlachtet mich auch bis dahin in den Kommentaren. Dankeschön. Mm. Das sollten so mehr als genug Weizen sein, würde ich sagen. Um die nächsten Rinderrationen zu vermehren. Und die nächste Ration zu schlachten. Es sei denn, ich komme jetzt unten an und sehe, oh, das sind ja gar keine Rinder mehr. Oh, wo sind die denn hin? Natürlich sind die jetzt weggelaufen. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Weißt du, so wie immer halt. Ja, heute mal extra langsam, ne? Sieht man, glaube ich. Aber ich finde es so richtig chillig. Endlich mal ganz gechillt, ohne Hintergedanken, dass es nicht gewachsen ist, die Weizen einsammeln. Oh mein Gott, ey. Es wird auch mal Zeit. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht so viel ist. Es reicht jetzt für 10 Paarungen. 11, Entschuldigung. Oder verbirgt sich da unten noch ein weiteres Weizen? Ich habe keine Ahnung. Oh. Nee, aber es sollte für 11 Vermehrungen reichen. Wie kam der jetzt hier hin? Das ist jetzt wieder ein schlechter Witz, Mann. Weg, du Schmock, Mann! Weg, Mann! So, die Erfahrungspunkte nehme ich natürlich mit, weil... Aha. Oh Mann, wir müssen diesen Scheiß hier auch irgendwann mal wieder aufräumen, ne? Den wir hier fabriziert haben. Guckt euch das mal an. Die ganzen Fackeln, der Weg hier. Oder ich werde es irgendwann... zu einem, ja, Minengang machen. Und werde mich dann irgendwo hier in die Wand reinbauen oder so. Und wir sehen, guckt euch das mal an. Ja, mein Gott, schaut mal. Die ganzen Rinder sind ja noch da. Wie kann das denn sein? Oh mein Gott. Paart euch. Los. Kommet. Und ficket. Oh mein Gott, Alter, es wird bald aus allen Nähten platzen, wenn ich so weitermache, ne? Ja, meine Kleinen, und zeugt Kinder! Oh shit, das gibt so viele Erfahrungspunkte, Mann. Das ist so schön.
Aber egal, zurück zum Thema. Zeugt Kinder, ihr kleinen Freunde. Damit ich euch schlachten kann. Ich meine, damit ich mit euch zusammen Party machen kann. Damit ich mehr Bücherregale machen kann. Wenn das für mich der Synonym ist für Party machen, ja dann Prost Mahlzeit, ne? Damit ist das Zaungelände auch endlich mal fertig. Wow, hat ja lang gedauert. Ich glaube 3 Parts oder so. Krass, ne? Aber man sagt auch mal so viel, ne? Gut Ding will ja auch bekanntlich Weile haben, ne? Von daher gesehen passt das auch. Los, Mann, jetzt klebt da doch mal eine Fackel dran. Ich danke dir, Mann. Ja, ihr seid kleine Freunde, nicht wahr? Und ich finde auch, dieses Setting passt auch so ein bisschen. Es ist noch genug Natur, dass man sagen kann, die wachsen hier nicht unter, weiß ich nicht, unter Verschluss auf. Also hier ist auf jeden Fall auch noch mehr als genug Natur, dass man sagen kann, sie sterben friedlich. Also natürlich weitestgehend friedlich, nicht wahr? Ich meine natürlich weitestgehend friedlich. Aha! Verzeiht diesen untertänigen Witz. Oh ja. Die geile Sau. Ansonsten, sind hier nicht auch noch vielleicht ein paar neue Rinder gespawnt? Ach, guck mal da hinten. Sollen wir sie locken? Komm, machen wir. Wir werden die jetzt wieder zum guten Zaun locken. Na, ich hab doch hier noch einen zweiten Rind gesehen. Hallo, zweites Rind, wo bist du? Na toll, es hat sich mal wieder versteckt oder ist die irgendwo, die spawnt, wa? Wahrscheinlich, ne? Ja. Kann man von ausgehen wie Kerzen, sag ich jetzt mal so, ne? Ja. Die Scheiße wird sein. Die ganzen Rinder werden wieder alle versuchen rauszulaufen. Ja. Komm. Dummes Stück. Komm. Ja, los jetzt. Hallo. Komm her jetzt. Oh. Dieser Riesenbaum, der kam von mir, oder? Weil ich den gepflanzt habe, oder? Weil da stand noch nie vorher so ein großer Baum. Oh, jetzt gibt's Krieg, Alter. Jetzt gibt's Krieg. Komm. Komm bitte. Hier ist dein scheiß Weizen. Ja, komm rein, bitte. Tu mir den Gefallen. Oh, jetzt rasten sie alle aus, ne? Mach die verdammte Tür zu. So, wollt ihr noch ein bisschen mehr? Geschlechtsverkehr? Mein Herr? Ja, wollen sie. Okay, gut. Ich schlachte mal die ersten, oder soll ich es vielleicht noch sein lassen? Ne, das Ganze muss aus allen Nähten platzen, dann werde ich sie abschlachten. Oh ja, so wird das sein. Und in der Zeit gehe ich nochmal da hinten aufs Feld schauen, ob da vielleicht ein paar neue Rinder gewachsen sind. Gespawnt sind, Entschuldigung. Nun, das Gute ist, uns bleibt ja noch ein bisschen Weizen übrig, ne? Das wird zwar von Mehrung zu Mehrung mehr, wenn ich jetzt gleich nicht abschlachten gehe, aber ich sag mal so viel. Man soll auch nicht gleich übertreiben. Ein Pony! Ein Pony! Ein Pony! Pony! Ja, Pony! Du bist kein Pony. Krass, habe ich auch noch nie gesehen, dass es hier Ponys gibt. Jetzt habe ich zwar 3 Weizen verpfeffert, aber ist mir egal. Hat sich gelohnt, das Pony zu füttern. Ich glaube, jetzt mag es mich ein bisschen mehr, ja. Außerdem, ich habe ziemliches Glück, dass hier so viele Tiere spawnen, nicht wahr? Ich meine, hier und da überall mal Schafe, dann richtig viele Rinder und so. Das ist okay.
Ja. Gut, damit ich hier aber auch nicht leer ausgehe, gönne ich mir jetzt wieder so ein bisschen Dschungelholz. Weil ich es brauche für Stuff wie zum Beispiel, ja, diesem einen Scheißteil da, keine Ahnung. So. Ich muss halt noch so eine kleine Stufe bauen, diese Unterholzstufe, oder wie das heißt. Für den Keller, nicht wahr? Und außerdem kann man davon auch nie genug haben, ja. Außerdem hoffe ich, dass hier gleich auch wieder ziemlich viel Setzlinge runterfallen werden und dann läuft das auch ebenso. Ja. Oh, guck mal hier. Zwei Zweige, ab damit, ab dafür. Genauso wie da unten auch. Hey! Gut, dann. Guck dich mal den Baum an, der ist ja total verwurzelt, überall. Ist ja schön, ne? Würde ich dagegen mal nichts haben. Weil das eher Eichenholz ist, oder? Oder das ist Dschungelholz, okay. Ich hab doch nichts gesagt, Mensch. Trotzdem, lass doch mal bitte jetzt was spawnen hier, hallo. Bisschen Dschungelholzsetzlinge, bitte. Hallo? 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 Bitte. Ah, hier fallen einfach keine Setzlinge runter, ne? Doch, da, guck an, hey. Man muss auch so ein bisschen mehr an, ja, ich sag mal so viel, ne? An die Rohstoffe denken, Kinders. Das wächst ja nicht von dem, das Holz wächst ja nicht an den Bäumen. Ne? Muss man auch so ein bisschen gucken, dass es nachwächst, nicht wahr? Ja. Gut. Nach diesem unflätigen Geplänkel würde ich aber auch sagen, ab jetzt nach Hause. Oder wollen wir nochmal vorbeischauen im Rindersalon? Um dort natürlich wieder einige Rinder sexuell penetrieren zu lassen. Wie unser guter Kai Bang sagen würde, nicht wahr? Ja. Aber der ist ja nicht hier. Daher gesehen, vergesst, was ich gesagt habe. Und da ist auch wieder ein Rind. Hey! Na los! Ein Leder, das ist okay. Einmal Schafswolle, warum nicht? Ich höre hier irgendwo wieder ein Skelett. Woher auch immer es kommt und wo immer auch es steckt. Es hat bestimmt Sex mit irgendeinem so Drecks-Keck. Oh. Bad Bars! Wie man so schön sagt. So, zeuget euch weiterhin, ihr kleinen Bitches. Los, los, los. Sonst werdet ihr alle geschlachtet. Okay, ihr werdet sowieso geschlachtet, aber ist mir egal. Ja, los für dich. Habt euch lieb und habt zusammen Sex. Los, los. Gut, und den letzten spende ich mal, oder auch nicht. Tschüss. Wir sehen uns morgen, meine Kinder. Bis dahin werdet ihr alle geschlachtet sein. Tschüss. Ah. Die gucken schon ein bisschen ängstlich runter, so nach Motto. Kai! Nein! Warum? Hör auf! Das denken sie sich. Sie können ja nicht reden. Leider, ne? Dazu fehlen den Rindern die gewisse Anzahl an Chromosomen.
Oh ja, aber ich finde diese kleine, aber feine Allee schon wunderbar. Sieht schön aus. So, da kommt der nächste Baum hin. Und ich sag mal so viel, so eine kleine, aber feine Allee zu haben, ist ja auch nicht allzu schlecht, ist nicht wahr? Gut. Gut, meine lieben Freunde und Kollegen, damit würde ich sagen, soll das für diesen Part gewesen sein. Beim nächsten Mal, dann wird es Tag sein, es wird helllichter Tag sein. Wir werden die ersten Rinder abschlachten gehen. Wir werden natürlich auch darauf warten, dass uns das Weizen wieder nachgewachsen ist. Was noch ein bisschen dauern könnte, ich gebe dem Ganzen mal eine Nacht über Zeit. Und ja, in der Zeit kann man ja vielleicht mal hier so ein bisschen rumgehen und Gegner abschlachten für Erfahrungspunkte, für ja, die ein oder anderen knackigen Sachen, ne? Für Erfahrungspunkte zum Beispiel. Oder auch, dass wir Creeper abschlachten für das nächste, ja, Rationchen an Schwarzpulver, was wir auch gebrauchen könnten. Wobei wir eigentlich schon recht viel Schießpulver haben, ne? Es hat sich angestockt. Das Ding ist, es sammelt sich ja alles sehr gut an. Aber wie gesagt, alles erst im nächsten Part, von daher gesehen. Haut rein, ciao!